Aloha und ganz, ganz herzlich willkommen zur Angel Sanctuary, unserer gemeinsamen Healing Journey mit den Erzengeln durch die Chakras. Lass uns gemeinsam aufbrechen auf diese transformierende Reise. Wir begeben uns an einen heiligen Ort, die Angel Sanctuary, und transformieren diejenigen Themen, die in deinen Chakras abgebildet sind, damit du ab sofort dein volles Potenzial entfalten, dein Urvertrauen und deine Schöpfermacht zurückgewinnen, deine Berufung und Selbstliebe leben und deiner Kreativität und Kraft Ausdruck verleihen kannst und schließlich deine spirituellen Fähigkeiten noch mehr auslebst und Menschen inspirierst, weil du in deinem Herzen angekommen bist. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist, bei dieser gemeinsamen Reise mit den Erzengeln. In jedem Modul bekommst du eine gechannelte Meditation freigeschaltet, doch dies ist nicht nur eine gechannelte Meditation, sondern das ist eine Transformationssession, eine Activation, in der wir gemeinsam mit dem jeweiligen Erzengel tief in das Chakra eintauchen und dort alle Themen, alle Blockaden, alle Konditionierungen löschen und dieses Chakra in einer neuen Kraft und Intensität strahlen lassen. Diese Healing Journey kann sehr transformierend und tiefgreifend sein, denn wir werden transformieren, was da schon lange verborgen liegt. Damit werden auch all deine Ressourcen, deine wahre Kraft, dein wahres Potenzial reaktiviert, das ja bereits in dir schlummert. Und die Chakras sind ja auch Tore zwischen deinem Körper und deinem Energiefeld und genauso auch Tore zur geistigen Welt, zur feinstofflichen Ebene. Und deswegen ist es so wichtig, dass die geklärt sind, dass da alle Themen losgelassen werden dürfen, die dir nicht länger nützen, und dass wirklich ganz neue Kraft und Energie eingeladen wird durch dich selbst. Und ja, das aktiviert auch deine spirituellen und deine hellsichtigen, hellfühlenden Sinne. Jedes Modul, jedes Channeling ist begleitet von einem bestimmten Erzengel, der mit seiner Energie bewirkt, dass ganz viel Transformation und Heilung und Aktivierung geschehen darf. Zusätzlich gibt es noch weitere Meditationen und Tools, die dich bei dieser Healing Journey unterstützen können, wie zum Beispiel eine Morgenmeditation, in der du eine Intention für den Tag setzt, und auch eine Abendmeditation, in der Erzengel Michael unser Energiesystem, unseren Körper klärt, sodass wir wirklich in einen ganz entspannten und tiefen Schlaf sinken können. Und ich hoffe und wünsche, dass du am Ende dieser Healing Journey wirklich in deinem Herzen angekommen bist, dass du dich selbst mehr wahrnehmen und fühlen kannst, dass du dich in dir zu Hause fühlst, dass du auch ein Gefühl dafür bekommen hast, wie es ist, wenn man sein Leben ganz entspannt und leicht und erfüllt und liebevoll lebt. Und natürlich ist diese Healing Journey auch ein Weg zu deinem Herzen, ein Weg zu dir selbst. Denn die Erzengel haben mich wissen lassen, dass dieser heilige Raum geöffnet ist, während des gesamten Online-Retreats, der gesamten Healing-Journey, egal wie lange die bei dir dauert. Es ist ein virtueller, ein heiliger Raum, in dem du dich wirklich dem hingeben kannst, was geschehen mag, und wo aber auch jederzeit zusätzlich noch heilsame Lichtcodes reinfließen. Nimm diese Healing-Journey wirklich als das, was es ist, als eine Reise der Heilung, eine Reise der Selbstfindung, eine Reise auch der Selbstliebe, denn am Ende darfst du in deinem Herzen ankommen. In diesem Sinne, lass uns jetzt auf unsere gemeinsame Reise
starten durch unsere Chakras in der Angel Sanctuary. Lebe liebevoll, wild und kreativ. Namaste.